Ennio Morricone ist tot. Im Alter von 91 Jahren starb einer der größten Filmkomponisten unserer Zeit. Seine Musik erklang in über 500 Filmen und trotzdem beginnt diese Hommage an ihn eben nicht mit einer dieser zahlreichen und doch so einprägsamen Melodien, sondern mit der stillen Langeweile von drei wartenden Killern. Sein Spiel mir das Lied vom Tod. Sergio Leones Once Upon a Time in the West ist nicht einfach nur ein weiterer Western unter vielen, sondern eine Oper. Für dieses Epos ließ die Regielegende die Musik von Morricone komponieren, noch bevor auch nur eine einzige Zeile Dialog geschrieben war. Diese Musik ist so wichtig für diesen Film, dass er die Hauptfigur auch gleich nach dem Instrument ihres eigenen Themas benannte, Harmonika. Und doch beginnt Leones Film ohne Morricones Musik, und doch ist kein einziges Geräusch in dieser Szene dem Zufall überlassen. Die Italiener drehten ihre Filme in jener Zeit ohne Tonaufnahmen am Set. Jeder Darsteller in diesen internationalen Produktionen redet in seiner eigenen Sprache. Alles ist nachvertont. Hier bilden die Umgebungsgeräusche eine eigene Komposition, bis ein Zug diese unechte Stille durchbricht und eine Mundharmonika sie durchschneidet. Leone wollte ein Abgesang auf den klassischen Hollywood-Western inszenieren und sich gleichzeitig von seinen eigenen, dreckigen und populären Italo-Western verabschieden. Seine Dollar-Trilogie hatte dieses Genre erst ins Leben gerufen und deswegen sollten ursprünglich in dieser ersten Szene seines nächsten Filmes seine drei alten Hauptfiguren die drei wartenden Killer sein. Es kam anders. Gestorben sind sie trotzdem. Und mit ihnen der Western als Abenteuerfilm. Das hier ist ein reines Drama, eine Western-Oper. Eine Oper mit E-Gitarre. Eines der vielen Merkmale von Ennio Morricone ist die anachronistische Musik. Instrumente, die eigentlich nicht in diese Zeit passen wollen und von uns als Publikum trotzdem nicht hinterfragt werden. Die uns gerade dann zeigen, wie anders, wie gleich und wie besonders diese legendenbildende Zeit war. Deswegen auch der märchenhafte Titel Once Upon a Time in the West. Es war einmal im Westen. Deswegen enden die ersten 20 Minuten mit einem Blick in die stahlblauen Augen von Henry Fonda, Hollywoods aufrechter Western-Legende. Leone und Morricone dekonstruieren einen Mythos. Es sind die vielleicht besten ersten 20 Minuten in der Filmgeschichte. Es war ein kleiner deutscher Junge, der sich eigentlich nicht sonderlich für Filme interessierte, dessen Eltern den Fernseher als Teufelszeug aus dem Haus verbannten und der sich deswegen ins Kino schleichen musste, um diesen Film auf der Leinwand erleben zu können. Sein Name? Hans Zimmer. Zimmer wuchs mit den großen Komponisten längst vergangener Tage auf, mit Beethoven, Mahler und Brahms, und plötzlich entdeckte er einen neuen, innovativen Künstler, der offensichtlich von Bach geprägt war, mit einem Hauch von Mozart. Zumindest sieht Hans Zimmer es so, es hat ihn nicht mehr losgelassen. Nicht er habe sich entschieden, Filmkomponist zu werden, Sergio Leone und Ennio Morricone hätten das für ihn entschieden. Doch sollte es über 500 Filme dauern, bis ihm die Academy nach dem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk den längst überfälligen Oscar für den besten Score überreichen sollte, als Morricone sich noch einmal aufraffte und mit seinen 87 Jahren seinem größten Fan einen kompletten Filmsoundtrack widmete. Für Quentin Tarantinos The Hateful Eight. An original score written by him for me. And then to have this concert practically. This is a once in a lifetime thing. And I'm just happy to have a front row seat. Thank you, Maria.
Es ist Tarantinos Markenzeichen, fremde Musik in seinen Filmen zu benutzen, das zu wählen, was schon existiert und doch so gut zu seinen Filmen passt. Zwischen all den populären Songs waren es die dedizierten Filmscores Morricones, die sich immer wieder in seine Soundtracks schlichen. Für Tarantino sei es eigentlich unvorstellbar, seine Filme, seine Babys aus der Hand zu geben und sie jemand anderem anzuvertrauen. Doch Morricone hatte er ja indirekt bereits immer und immer wieder vertraut. Damit war er dann nur konsequent. Es sei wie eine Stimme in seinem Ohr gewesen, die ihn dazu überredete, sich dieses eine Mal einem Komponisten hinzugeben, bei diesem einen Film. Tarantino ließ sein Drehbuch für Morricone ins Italienische übersetzen und traf sich mit ihm. Morricone pitchte ihm eine Titelmelodie, ein treibendes Thema, das das Momentum einer Postkutsche beschreiben sollte, die fährt und fährt, die Dinge voranbringt und gleichzeitig die drohende Gewalt ankündigt, die auf den Frieden folgen wird. Ein Oscar-Gewinner war geboren. Morricone wird gerne auf das Western-Genre reduziert. Er selbst sagte dazu einmal, dass wenn man durch all seine Filme blättert, er wohl ein Spezialist für Western, für Liebesfilme, für politische Filme, für Actionfilme und für Horrorfilme sei. Oder mit anderen Worten, er sei gar kein Spezialist für Filme, er sei ein Spezialist für Musik. Schaut man, wie oft und vor allem wo seine Musik auch heute noch eingesetzt wird, sind seine Melodien wohl nicht speziell, sondern universell. Und doch sind es die Western, die so gut demonstrieren, wie viel Bedeutung in seiner Musik mitschwingt. In Für ein paar Dollar mehr lässt El Indio immer dann ziehen, sobald die immer gleiche Spieluhr verstummt. Er kennt die Melodie besser als seine Gegner und zieht natürlich deswegen schneller. Trifft auf die eine Person, die diese Melodie noch besser kennt als er und die ihn genau deswegen jagt und besiegt. Spiel mir das Lied vom Tod erzählt auch von einer Rachegeschichte, nur liegt der Grund der Rache tief verborgen in ihrem Protagonisten Harmonica. Frank, der Antagonist und wir, der Zuschauer, kennen den Grund nicht, aber die Melodie ist der Schlüssel dafür. Once Upon a Time in the West ist in seinem Finale eine Dekonstruktion des gesamten Genres. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wer schneller ziehen kann. Leone widmet dem eigentlichen Ziehen nicht eine Sekunde. Es geht um die Erkenntnis. Frank weiß nicht, weshalb er sich duellieren muss, nur dass er es muss. Er stirbt, weil er nicht versteht, worum es geht. In der Sekunde, in der er es versteht, ist es zu spät. Leone wollte damit auch seinen eigenen Mythos beenden. Ein Mythos, der unmittelbar davor seinen größten Höhepunkt erfahren hatte. Im besten Film aller Zeiten. Zumindest laut Tarantino. Es ist wenigstens das beste Ende aller Zeiten. Laut mir. Es wurde eingeleitet mit einem Knall und mit Ennio Morricone. Es war der Moment, in dem das Musikvideo erfunden wurde. You know, that final bullring scene for me is the finest moment of cinema. That is my favorite moment of cinema. A case could strongly be made that Leone influenced MTV. L'estasi dell'oro, the ecstasy of gold, die Verzückung des Goldes. Seit fast 40 Jahren eröffnet Metallica seine Konzerte damit. Ein Musikstück, das die gesamte Anspannung seiner Hauptfigur, die sie in 2,5 Stunden Film bis hierhin angesammelt hat, in einer einzigen Szene entlädt.
deren Musikstück dieser Schatzsuche auf den Leib geschrieben wurde. Denn die Melodie existierte vor dem Dreh. Leone ließ sie am Set abspielen, um den Schauspielern ein Gefühl für die Stimmung und das Tempo zu geben. Das gilt auch für das eigentliche Finale, dem Triello. Beide Szenen funktionieren wie ein Kurzfilm in sich. Sie erzählen eine klare Geschichte, von ihrem Anfang bis zu ihrer Auflösung. Auf die besten letzten 20 Minuten in der Filmgeschichte folgten die besten ersten 20 Minuten in der Filmgeschichte. Spiel mir das Lied vom Tod ist ein sehr ikonischer deutscher Titel und ein Produkt seiner Zeit. Zu einem Zeitpunkt, in dem die Kinos von den dreckigen, aber oft auch billigen Italo-Western überflutet wurden, haben sie gefühlt alle ihre Filmtitel mit den obligatorischen Begriffen Django, Gott und Tod ausgewürfelt. Im Original heißt der Film C'era una volta il West, was die Amerikaner übersetzten mit Once Upon a Time in the West. Es war einmal im Westen. In Anlehnung an den Beginn eines Märchens. Ein Epos, das uns von einer längst vergangenen, fantasievollen und legendenbildenden Zeit erzählen soll. Korrekt übersetzt hieß es eigentlich Once Upon a Time, There Was a West. Es war einmal der Westen, denn den gibt es nicht mehr. Diese Zeit ist vorbei. Die Legenden sind ausgestorben. Ennio Morricone, who, as far as I am concerned, is my favorite composer. And when I say favorite composer, I don't mean movie composer, that ghetto. I'm talking about Mozart. I'm talking about Beethoven. I'm talking about Schubert. That's who I'm talking about. Großen Komponisten wird man daran erkennen, dass wir ihren Werken auch in Hunderten von Jahren noch lauschen werden. Wir haben den Mozart unserer Zeit verloren.